Okay, ich möchte erst einmal ein paar Verse lesen, die stehen im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 17 bis 20. Da steht nun: Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt, also Paulus bittet Gott, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt, auf sie gegründet seid, so heißt es. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinde den Glauben begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr immer umfassender Anteil an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott bekommen. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Diese Verse handeln, auch wenn der Name Heiliger Geist nicht ausdrücklich genannt wird, diese Verse handeln vom Heiligen Geist. Und ich möchte noch einmal verdeutlichen, der Heilige Geist ist auch dann wirksam, wenn sein Name nicht immer genannt wird, also explizit Heiliger Geist, sondern der Heilige Geist ist schlichtweg Gott, der uns nahe kommt, spürbar nahe kommt, der sogar Wohnung in uns nimmt. Der unsichtbare Gott, der uns spürbar nahe kommt, der sogar in uns wohnt, das ist der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist bedeutet schlichtweg, Gott ist nicht sichtbar, aber trotzdem da. Das bedeutet Heiliger Geist. Der ist also jetzt nicht eine ominöse Gestalt, die irgendwie so durch die Pfingstgemeinden wabert und niemand weiß so richtig, was das jetzt soll, sondern der Heilige Geist ist Gott, der uns nahe kommt. Und ihr Lieben, davon leben wir, dass Gott uns nahe kommt. Wenn Gott uns ferne wäre, wäre unser Glaube völlig abstrakt und null und nichtig, völlig gegenstandslos. So ein Zeugnis, was wir gerade gehört haben von euch beiden, würde gar nicht existieren, sondern man würde nur über Gott philosophieren, wie er wohl sein könnte. Aber ansonsten bliebe es dann auch dabei. Aber ihr erlebt auch in diesem Zeugnis, dass Gott Menschen nahe kommt und das ist kein anderer als der Heilige Geist, der euch berührt hat, der euch in eurem Herzen tief angerührt hat und der euch letztendlich zu Jesus Christus hingezogen hat. Und darum geht es hier auch. Es geht jetzt in der dritten Predigt um den Heiligen Geist, geht es um die ganze Fülle Gottes. Und ich möchte noch einmal kurz wiederholen, worum es am Anfang ging. Am Anfang haben wir einfach mal klargestellt, dass ohne Heiligen Geist ein Mensch nicht zu Jesus gehören kann. Ich versuche die ganze Zeit immer wieder deutlich zu machen, dass der Heilige Geist kein Spezialgebiet ist für Pfingstler und dass das andere sind dann die normalen Christen, die brauchen das alles nicht, sondern der Heilige Geist ist essentiell notwendig, der Geist Gottes, damit wir überhaupt Christen sein können. Denn im Römerbrief heißt es, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Gottes Söhne. Also merkt ihr, dass die Kinder Gottes direkt etwas damit zu tun haben, mit denen, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Da kann man nicht sagen, der Geist Gottes, das ist irgendwie was für Spezialisten und wir sind nur normale Christen, sondern wir sind nur dann normale Christen, wenn der Geist Gottes uns leitet. Und an einer anderen Stelle, da wird es noch krasser, im Römer 8, Kapitel 9, da heißt es: Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir haben in unseren westlichen Ländern ein ganz großes Problem, dass das Christentum wie eine Art Philosophie verstanden wird von vielen. Das ist etwas zum Nachdenken, etwas, ein paar weise Worte Jesu und so weiter und so fort.
aber damit sind wir noch keine Christen. Dass wir Dinge eventuell für möglich halten, dass es vielleicht einen Gott gibt, das glauben auch die Agnostiker. Das macht uns noch nicht zu Christen, sondern nur Christus selber macht uns zu Christen. Ist es so? Und es ist der Geist Christi. Jesus steht ja hier jetzt nicht leiblich vor uns, sondern es ist der Geist Christi, der uns berührt, der zu uns redet, der unser Herz aufschließt, dass wir plötzlich anfangen können zu glauben, anfangen können zu vertrauen, dass wir anklopfen an seiner Tür und sagen, Herr Jesus, wir möchten gerne mit dir leben und wir möchten gerne, dass du in unser Leben kommst. Wie kommt denn so etwas zustande? Das ist der Geist Jesu. Und wenn der Geist Jesu an dir wirksam geworden ist und du darauf reagierst, dann nimmt er Wohnung in dir und dann hast du den Geist Jesu. Ich weiß, dass wir in einer ZDF-Vorbesprechung kamen wir auch auf dieses Thema zu sprechen und da sagte jemand, ich tue mich immer schwer mit diesem, hast du den Heiligen Geist, als ob man den so besitzen kann. Ja, das ist auch richtig, den Geist Gottes können wir nicht quasi in dem Sinne besitzen, dass wir in einen Supermarkt der Religionen gehen und da steht er dann in einem Regal und dann ziehen wir ihn da raus und bezahlen, was weiß ich, dafür, mit dem Versprechen, jeden Sonntag in die Arche zu gehen oder ich weiß auch nicht. So funktioniert das nicht. Und trotzdem kann man den Heiligen Geist haben, wenn Gott ihn uns schenkt. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, so einfach ist das. Und da gilt dann doch das, was hier geschrieben steht, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also der Heilige Geist ist keine Zusatzgabe für besondere Christen, sondern ohne ihn sind wir kein Christ. Mir ist das auch deswegen besonders wichtig, weil wir in pfingstlichen Kreisen und in charismatischen Kreisen, zu denen wir ja auch gehören und was ich auch ganz wichtig finde, oft eine Tendenz haben, den Heiligen Geist in seiner Wirkungsweise zu reduzieren. Da geht es dann nur noch um Gaben, um Prophetie, um Zungenreden, um Zeichen und Wunder und so. Das ist absolut wichtig, darüber werden wir auch reden. Aber das ist nicht das ganze Spektrum des Heiligen Geistes, sondern das ist nur ein Teil des Spektrums des Heiligen Geistes. Und jemand sagte mir, er wünscht, dass da, wo Pfingstgemeinde draufsteht, auch Pfingstgemeinde drin ist. Ich möchte mal diesen Spruch modifizieren, weil Pfingstgemeinde, was stellt er sich jetzt darunter vor, was da drin sein soll? 7 Prophezeiungen pro Gottesdienst oder was denken sich die Leute? Aber ich möchte mal etwas anderes sagen. Ich möchte sagen, da, wo Jesus draufsteht, wünsche ich, dass auch Heiliger Geist drin ist. Da, wo Jesus draufsteht, möge auch Heiliger Geist drin sein. Und zwar der wirkliche Heilige Geist. Nicht unsere Einbildung, nicht unsere Gefühle, sondern der wahrhafte Geist des lebendigen Gottes, der unser Leben dann in die Hand genommen hat. Und dieser Geist Gottes, der hat ein riesiges Spektrum. Dazu gehören die Gaben und die Kräfte, aber bei Weitem nicht nur, sondern dazu gehören noch viel mehr Dinge. Der Heilige Geist macht, und das ist eines seiner stärksten Kennzeichen, der Heilige Geist macht das Unmögliche möglich. Wo der Heilige Geist wirkt, ihr Lieben, da berühren sich Himmel und Erde. Die Erde ist beschränkt auf ihre inneren Gesetze, wie das gesamte Universum. Da gibt es Möglichkeiten und da gibt es auch Unmöglichkeiten. Aber der Himmel ist völlig unbeschränkt. Ist das so? Was vom Himmel kommt, kann alles bewirken. Kann jedes Gesetz, jede Regel sprengen, weil im Himmel der Schöpfer sitzt, der alles erschaffen hat. Und Gott kann nun mal alles. Glaubt ihr das? Tut mir leid, ist einfach so. Also Gott kann alles. Und wenn etwas von Gott kommt und der Heilige Geist ist Gott selbst, wenn etwas von Gott kommt, dann wird das Unmögliche möglich. Glaubt ihr das? Das ist ein Kennzeichen des Heiligen Geistes. Und da er ja eine große Bandbreite hat, werden verschiedene Unmöglichkeiten möglich gemacht. Wir hatten letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gesprochen,
dass zum Beispiel nicht das Gesetz, also das mosaische Gesetz oder irgendwelche christlichen Regeln die Kraft haben, uns zu besseren Menschen zu machen. Leute denken sich das manchmal. Genauso wie sie sich denken, da macht jemand irgendetwas falsch, ne? Ist zum Beispiel sehr ungeduldig und macht aufgrund seiner Ungeduld einen Fehler und du sagst ihm dann, du pass mal auf, sei doch nicht so ungeduldig. Und damit meinst du, hast du deinen Job erledigt und dann triffst du diesen Menschen zum zweiten Mal und der ist immer noch ungeduldig. Und dann sagst du, Moment mal, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht so ungeduldig sein. Warum machst du das denn nicht? Wir denken, dass eine Ansage, ich mache jetzt mal eine Ansage, ne, dass die dazu führt, dass Menschen plötzlich das anders machen können. Aber das können sie nicht. Regeln und Ansagen machen uns nicht zu besseren Menschen, sondern es bedarf einer übernatürlichen Kraft. Und ich habe die große Freude, euch mitzuteilen, der Heilige Geist kann das. Der Heilige Geist kann das. Er ist in der Lage, uns quasi, wenn ihr so wollt, zu besseren Menschen zu machen. Der Heilige Geist macht das. Er macht das Unmögliche möglich. Der Geist Gottes, aber niemand sonst. Deswegen stehen wir als Christen auch nicht mehr unter dem Gesetz. Damit ist ja nicht gemeint, dass die Gebote Gottes schlecht sind oder aufgehoben sind, sondern damit ist gemeint, dass die Gebote Gottes nicht die Kraft haben, unser Leben zu verändern. Ein paar Ansagen verändern uns nicht, sondern der Geist Gottes macht frei. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht frei. Der Heilige Geist ist in der Lage, dass wir endlich etwas tun können, was wir davor nicht tun konnten, weil er Unmögliches möglich macht. Das ist ein Spektrum des Heiligen Geistes. Das andere Spektrum des Heiligen Geistes sind natürlich die Gaben des Heiligen Geistes. Also das Reden in anderen Sprachen, Prophetie, Heilung, Dämonenaustreibung, Wunder, Kräfte, darüber werden wir auch noch sprechen. Das ist ein anderes Spektrum des Heiligen Geistes. Und ein drittes Spektrum des Heiligen Geistes, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Also das ist eine Veränderung unseres Charakters. Ich lese es mal aus dem Galaterbrief vor. Da heißt es im 5. Kapitel, Vers 22, der Geist Gottes dagegen lässt uns Frucht, lässt als Frucht eine Fülle von Guten wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Bescheidenheit, ach du liebe Güte, und Selbstbeherrschung. Gegen all dieses hat das Gesetz nichts einzuwerfen. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor, wenn jemand jetzt zu dir sagen würde, bete doch mal in Zungen, also in anderen Sprachen. Was würdest du dann sagen? Ja, mache ich gleich mal, oder? Also je nachdem, ob Gott dir diese Gabe gegeben hat oder nicht, wirst du wahrscheinlich sagen, also das kann ich nicht von mir heraus, ne? Wenn du das sagst. Oder wenn jemand zu dir sagt, tu doch mal ein Wunder, da wird doch keiner sagen, ach ja, alles klar, ne? Hex, Hex. Ne? So läuft das nicht. Sondern du weißt ganz genau, das kann ich nicht. Das kann nur Gott. Und zu diesem Punkt überhaupt zu kommen, dass du dir mal sagst, das kann Gott durch mich, das ist schon mal ein weiter Schritt. Meistens denken wir ja, das kann Gott, wenn, dann überhaupt nur durch andere. Und ich würde es gern bei den anderen mal sehen. Aber das kann Gott durch mich. Aber nur durch Gott kann das. Wenn jemand aber zu dir sagt, sei doch mal geduldiger, dann gehen wir irgendwie intuitiv davon aus, ja, also wenn man sich nur anstrengt, dann kann man das. Wir kommen also intuitiv, denken wir, dass die Charaktereigenschaften des Heiligen Geistes, also Liebe, Freude, Geduld, Zuversicht, Selbstbeherrschung und so, dass das alles Sachen sind, die wir menschlich
erwerben können, die wir uns anerziehen können, die wir auch unseren Kindern anerziehen können. So denken viele intuitiv immer noch, dass sie aus ihren Kindern, wenn sie sie nur richtig erziehen können, gute Christen machen können. Und das ist ein fundamentaler Irrtum. Colin Urquhart hat einmal gesagt, er hat Folgendes festgestellt: An seine Kinder hat er nur das alte Wesen vererbt. Das neue Wesen hat er nicht geschafft zu vererben. Das müssen sie selber von Gott neu bekommen. Gott hat keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Das heißt, jeder Mensch muss direkt von Gott dieses empfangen. Es kann nicht weitergegeben werden durch ein gutes Elternhaus. Man kann natürlich im Elternhaus die Tore öffnen für das Wirken Gottes oder auch verschließen. Man kann es den Kindern einfacher machen oder schwerer. Aber empfangen muss jeder Mensch persönlich. Man kann einen Menschen nicht zum Christen erziehen. Aber intuitiv gehen wir oft davon aus, dass bestimmte Charaktereigenschaften wie Geduld oder Freude, na nun freut euch mal, freut euch doch mal. Na, ihr müsst euch als Christen mal freuen hier, was ist denn das überhaupt hier? Ne? So, da denkt man, ja, wenn sie nur wollten, dann, ja, ich will mich jetzt freuen. Halleluja, 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 ich freue mich. Ne? Dass das irgendwie so funktioniert. Manchmal, wenn Christen das versuchen, wird es eher hysterisch. Ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass gleich ein Psychiater hier reinkommt. So läuft das nicht, sondern was hier aufgezählt wird an Charaktereigenschaften, Geschwister, ist genauso ein Wunder, wie wenn Gott mir eine Prophetie gibt oder ein Heilungswunder durch mein Gebet geschehen lässt. Und das muss bei uns innerlich erstmal ankommen. Also der Heilige Geist wirkt nicht nur dann übernatürlich, wenn dein Gebet plötzlich erhört wird und ein Mensch gesund wird, sondern er wirkt auch dann übernatürlich, wenn du endlich mal friedlich reagieren kannst, wenn du zum Beispiel genervt wirst. Das ist ein übernatürliches Wirken. Du kannst dich natürlich menschlich zusammenreißen. Ich bin Christ. Ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Ne? Das kannst du. Ne? Aber vor Gott ist nicht verborgen, dass in dir ein Kessel brodelt. Ne? Und du kannst auch versuchen, sagen wir mal, immer Liebe zu geben und dadurch dein Christsein einfach deutlich zu machen. Ich habe euch alle so lieb. Ich habe euch so lieb. Ich empfinde so eine Liebe für euch alle. Und dann hat jemand mal gesagt, ich habe mich leer geliebt. Und da sage ich, recht hast du. Denn du hast nur menschlich geliebt. Aber wenn hier von Liebe die Rede ist, dann ist das ein übernatürliches Werk. Das ist ein Wunder, ihr Lieben. Die Liebe Gottes ist ein Wunder. Und wer die Liebe Gottes hat und sie auslebt, der liebt sich nie leer. Man kann sich bei Gott nicht leer lieben. Es gibt in dem Sinne auch kein Burnout bei Gott, wenn es um seine Gaben geht. Natürlich kann ein Mensch Burnout bekommen, das ist klar, jeder kann das bekommen. Aber wenn es um Gottes Charaktereigenschaften geht, wenn es um Gottes Gaben geht, dann gibt es kein Burnout. Ein Christ brennt immer und verbrennt nicht. Das ist so wie der brennende Busch, vor dem Mose stand, der hatte auch kein Burnout. Es gab kein Out, es gab nur ein Burn. Ne? Das brannte. Aber ihr Lieben, das geschieht nur dann, wenn Gottes übernatürlicher Geist wirkt. Wenn wir wirksam sind, dann sind wir irgendwann immer am Ende. Das ist so. Und es passiert uns auch, Geschwister, wenn wir ehrlich sind. Es passiert uns auch, wir wollen uns auch dafür keine Vorwürfe machen, es passiert uns auch, aber ich möchte uns einmal die Angst nehmen, wer für Jesus brennt, der wird nicht verbrennen. Versteht ihr? Wer für Jesus brennt, wird nicht verbrennen. Die Liebe Gottes, die ist wie ein Feuer und dieses Feuer hört nicht auf. Amen. Aber es ist eine übernatürliche Gabe.
Es ist nicht natürlich herstellbar. Es ist nicht von Menschen herstellbar. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns auch nicht gegenseitig diese Last auf uns legen und sagen, nun freu dich mal mehr, nun sei doch mal liebevoller und sei auch mal ein bisschen geduldiger und du könntest ruhig auch mal ein bisschen sanftmütiger sein und nicht mehr so polterig und was weiß ich, dass wir aufhören, uns gegenseitig diese Sachen anzusagen in der Meinung, ja, wenn es nur weiß, dann macht das auch. Sondern wir stehen alle vor Unmöglichkeiten in unserem eigenen Charakter. Und nur der Geist Gottes kann es sprengen. Aber die gute Botschaft ist, er will es auch sprengen. Der Geist Gottes kann es nicht nur sprengen, er will es sprengen. Das heißt, er will wirklich übernatürlich in uns wirksam werden. Und darum geht es. Also die Wunder, ob Heilung, Prophetie, Sprachenrede oder die Charakterveränderung oder das Leben außerhalb der Regeln oder nicht außerhalb, aber nicht unter den Regeln Gottes, sondern das Getriebenwerden durch den Heiligen Geist, das ist alles ein übernatürliches Wunder. Es kann nicht von uns einfach erzeugt werden. Und wir wollen das auch nicht. Ich hoffe das zumindest. Es geht ja nicht darum, um irgendetwas nachzuäffen. Und deswegen, ihr Lieben, braucht jeder Christ den Heiligen Geist. Glaubt ihr das? Und zwar völlig egal, ob Baptist, Methodist, Non-Charismatic oder Charismatic. Das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder Christ braucht den Heiligen Geist. Jeder Christ braucht dieses übernatürliche Wirken Gottes in seinem Leben. Sonst können wir als Christen gar nicht richtig leben. Sonst können wir nicht das ausleben, was wir in Jesus geworden sind. Jeder Christ braucht diese Fülle im Heiligen Geist, um frei zu werden, um verändert zu werden und auch um Gott dienen zu können. Aber wie ist es jetzt mit dieser Fülle des Heiligen Geistes? Ich glaube, das Problem, was viele haben, ist, Übernatürliches zuzulassen. Das ist nämlich dieser ganz spannende Punkt. Wir mögen es ja gerne, die Dinge unter Kontrolle zu behalten. Alles in deutscher Hand. Ne? So, wir mögen nicht gerne die Kontrolle aufgeben. Und dann sagt uns jemand, ja, jetzt bist du Christ und jetzt lebt es sich so. Und dann mögen wir gerne, wenn überhaupt, sagen wir mal, versuchen, aus unserer Kraft heraus, aus unserem Vermögen heraus, das jetzt zu leben. Und dann versuchen wir es der Gemeinde irgendwie recht zu machen oder unseren Freunden recht zu machen oder irgendwie ein christliches Vokabular uns zuzulegen, was wir später nicht wieder loswerden und gar nicht mehr wissen, wie man normal redet und so weiter. Das versuchen wir dann und möchten das gerne in unserem beschaulichen, kontrollierbaren, betulichen Leben irgendwie integrieren. Aber da kommt das Problem mit dem Heiligen Geist. Wenn wir es zulassen, dass der Geist Gottes in unserem Leben, in unser Leben hineinwirkt und Übernatürliches bewirkt, dann müssen wir das Steuer mal loslassen. Und das fällt uns so schwer. Da müssen wir das Übernatürliche auch mal zulassen. Das heißt, dass jetzt Dinge mit deinem Leben geschehen, die du normalerweise weder bewerkstelligen kannst, noch vielleicht so machen würdest. Ich bin das erste Mal mit diesem übernatürlichen Wirken Gottes in Amerika konfrontiert worden, wo ich in einer Pfingstversammlung einer afroamerikanischen Gemeinde war. Also ihr müsst euch vorstellen, eine afroamerikanische Baptistengemeinde ist ungefähr so wie eine ziemlich wilde Pfingstgemeinde hier. Eine afroamerikanische Pfingstgemeinde kann man sich kaum noch vorstellen, wie das da abläuft. Ich war in einer in Brooklyn. Super Chor, tolle Musik, Prediger sprang auf die Bänke, hatte weiße Schuhe an, weiß ich, weil er immer auf den Bänken stand. Ich konnte nur seine Schuhe dann sehen und predigte von der Gnade Gottes und dann fing er an, mit Leuten zu beten. Und so wie er mit den Leuten betete, fielen die alle um. Das war lange vor Toronto. Die fielen alle um.
Und dann sagt er, ich brauche gar nicht mit euch beten, ich kann einfach auch so zu euch hingucken und mit euch beten. Da guckt er so zum Balkon hoch, da fielen die da alle um. Und ich merkte plötzlich, da ist eine Kraft. Das war jetzt nicht nur irgendwie so zur Schau gestellt, wenn dich der Prediger anguckt, dann fällst du gefälligst mal um oder sowas. Sondern da passierte etwas, ich spürte diese übernatürliche Kraft und ich als treuer Deutscher, ich wollte auf keinen Fall da irgendwie die Kontrolle verlieren. Ich war auch damals, selbst wo ich ziemlich weit weg war, ich war nie irgendwie so auf dem Trip, meinetwegen mit Rauschgift oder so, um jetzt mal so einen Trip zu erleben und die Kontrolle zu verlieren. Einige meiner Klassenkameraden, die liebten das, wenn sie irgendwie so durch die Gegend torkelten. Ich fand das immer furchtbar. Ich wollte immer alles in Kontrolle behalten. So, und so stand ich nun in dieser Kirche. Und alles war um mich herum, fiel da um oder die Leute sprangen auf und so. Und ich hatte also richtig Angst, was passiert hier jetzt? Und dann rief rief der Pastor so in die Gemeinde hinein, er spürt, ich war da mit meiner damaligen Freundin da, er spürt, da sind zwei Leute, die kennen Jesus noch nicht. Also sagte ich bei mir, das ist sehr unschwer zu erkennen, wir waren die einzigen Weißen. und wir waren sowas von weiß in dem Moment. Das war also... Naja, und ich habe mir festgenommen, nein, du gibst die Kontrolle nicht aus der Hand. Dann fragte er mich, ob ich Jesus kenne und habe natürlich geantwortet, wie jeder gute deutsche Christ, ich weiß nicht. Und dann, ob ich ihn gerne kennenlernen würde, sagte ich auch, ich weiß nicht, aber jetzt lieber nicht. Also bloß nicht Kontrolle, ich habe diese ganzen umgefallenen Leute da gesehen. Und dann fragte er meine Freundin und die war irgendwie nicht so charakterstark und die stand dann tatsächlich auf und dann fragte er wieder mich und dann stand ich dann auch auf und so erlebte ich erstmal Gott und es war übrigens ganz lieb, also irgendwie sagte dann der Pastor, bete doch einfach mal nach, Herr sei mir Sünder gnädig und irgendwie merkte ich, dass das jetzt nicht unbedingt immer alles so wild abzulaufen hatte, wie ich befürchtet hatte. Aber damals waren wir da und erlebten, wie Gott oder wie der Heilige Geist in großer Kraft wirkt und ich hatte einen ganz großen Respekt und wollte bloß nicht, dass ich auch so unkontrolliert jetzt vom Geist auf den Boden geworfen werde oder irgendetwas mit mir passiert. Was ich damit sagen will, Geschwister, wenn wir es mit dem Heiligen Geist zu tun kriegen, dann kriegen wir es mit dem übernatürlichen Wirken Gottes zu tun. Und dann müssen wir bereit sein, irgendwann einmal das Steuer loszulassen. Glaubt ihr das? Das gehört dazu. Man kann nicht Christ sein und alles gleichzeitig unter Kontrolle haben. Ich kann nicht Jesus die Leitung meines Lebens übergeben und gleichzeitig selber mein Leben leiten wollen. Das geht nicht. Entweder er oder ich. Entweder der Heilige Geist oder ich. Natürlich sind da Ängste mit verbunden. Ist das jetzt wirklich der Geist Gottes oder redet mir hier jemand nur etwas ein? Oder ist das jetzt nur mein innerer Wunsch und gar nicht der Geist Gottes? Das mag alles sein und durch diese Ängste geht jeder Christ durch. Jeder Christ fragt sich manchmal, Herr, bist du es jetzt, der zu mir redet? Oder bin ich dasselbe, der zu mir redet? Oder redet da jemand anders zu mir und will mich zu irgendetwas hindrängeln und so weiter? Diese Frage wird uns allen begegnen. Aber genauso wie das Kind die Stimme seiner Mutter erkennt, so erkennen wir auch die Stimme unseres Vaters. Glaubt mir, der Heilige Geist macht sich schon bemerkbar. Und selbst wenn wir uns verhören, zeigt er uns am Ende immer den richtigen Weg. Der weiß schon, wie er mit uns umgehen muss. Und du hast das so schön gesagt, Gott weiß, wann wir empfänglich sind. Gott weiß, in welcher Stunde und in welcher Situation wir auch seine Stimme hören können. Und deswegen, obwohl der Heilige Geist ein ganz breites Spektrum hat, Gaben, Charaktereigenschaften, macht uns frei vom Gesetz und so weiter, gibt es doch eine Kleinigkeit, die uns Pfingstern auch immer
sagen wir mal, mit uns Pfingstlern in Berührung gebracht wird, und zwar zu Recht, und zwar eine bestimmte Gabe, das ist die Gabe des Reden in anderen Sprachen. Warum ist diese Gabe, die eigentlich ganz gering ist, wenn man mal die Gaben so vergleicht, warum ist die so wichtig? Warum ist es wichtig, dass jeder von uns sich danach ausstreckt? Es ist deswegen wichtig, weil mit dieser Gabe die Übernatürlichkeit Gottes in unser Leben einbricht. Diese Gabe ist geradezu, sagen wir mal, ein Indiz dafür, wenn wir nicht versuchen, das nachzuäffen, Gott bewahre uns, sondern wenn wir es zulassen, dass Gottes Geist durch uns anfängt zu reden. Diese Gabe ist ein Indiz dafür, dass Gottes Geist wirksam geworden ist. Wenn du eine Prophetie empfängst, dann musst du damit kämpfen, ob das jetzt deine Idee ist oder Gottes Idee. Weil die Prophetie, sagen wir mal, in unserer normalen Sprache sich abspielt oder ein Bild sich in unserem normalen in unserer normalen Erlebniswelt sich abspielt. Und man sieht ja auch, man kriegt ja nicht nur Ideen, wenn Gott zu einem redet, sondern man kriegt ja alle möglichen Ideen und manchmal auch Schnapsideen. Und man kriegt ja nicht nur Bilder, wenn Gott zu einem redet, sondern man hat ja auch immer mal so Bilder vor Augen und so weiter. Also was kommt jetzt von Gott und was kommt von mir? Das ist manchmal nicht ganz einfach, wird ja auch manchmal verwechselt und bringt dann auch Prophetie in Verruf. Mit der Heilung, gut, wenn jemand wirklich gesund wird, ist es gut. Wenn man um Heilung betet und nichts passiert, ja, was ist jetzt? Sollte ich jetzt beten oder sollte ich nicht beten? Sollen wir noch warten, sollen wir nicht warten? Da kommen so immer viele Fragen. Ist Gott jetzt am Wirken oder nicht? Aber es gibt diese eine Gabe, ihr Lieben, das Reden in fremden Sprachen. Da weißt du einfach, wenn du es zulässt, jetzt ist der Heilige Geist am Wirken. Denn das würdest du normalerweise nie machen. Oder seid ihr Leute, die immer irgendwie brabbeln, so durch die Gegend gehen? Ne? Macht doch kein Mensch. Wir denken ja sogar in Sprache. Ne? Wir träumen in Sprache. Wir sind absolut eingeeicht auf unsere Sprache. Und wenn jetzt plötzlich der Geist Gottes anfängt, durch dich zu wirken und du sprichst Worte aus, die du selber nicht verstehst und wunderst dich über dich selbst, was da gerade mit dir geschieht, dann sage ich dir, jetzt ist das Übernatürliche in dein natürliches Leben eingebrochen. Und deswegen ist diese Gabe so wichtig. Sie ist nicht unbedingt wichtig, dass du sie jetzt jemand anders weitererzählst, denn der versteht dich ja gar nicht, es sei denn, es ist so wie bei Pfingsten, dass die Leute plötzlich auch diese Sprache verstehen. Das ist nicht so wichtig, es ist wichtig für dich. Denn die Gabe, in Zungen zu sprechen, so nennt es die Bibel, erbaut uns selbst. Und wir brauchen diese Gabe, Geschwister. Haltet sie bitte nicht für gering. Wir brauchen diese Gabe, denn gerade da merken wir, dass der Geist Gottes anfängt, uns unsere Sprache und unser Denken und so weiter in seine Hand zu nehmen. Und das hat eine ganz große Auswirkung auf alles das, was wir sonst noch tun, weil wir ein Gespür dafür kriegen, wie es ist, wenn Gottes Geist die Kontrolle übernimmt. Darum geht es. Und ich habe schon auch ganz starke Erlebnisse damit gehabt, dass wenn ich zum Beispiel nicht mehr weiter wusste im Gebet, habe ich mal ganz bewusst angefangen, in neuen Sprachen zu beten, eine ganze Zeit durch. Und manchmal dachte ich so zwischendurch, was tust du da eigentlich? Ne? Hoffentlich sieht dich hier keiner, als ich dann im Wohnzimmer hin und her marschiert bin. Aber plötzlich habe ich gemerkt, wie sich der Friede Gottes in mein Leben hineinverlagert hat. Und ich denke, wo kommt das jetzt plötzlich her? Davor war ich angsterfüllt bis unter das Kinn und wusste nicht mehr, wohin mit mir selbst. Und plötzlich senkt sich der Friede Gottes in mein Leben hinein. Und da dachte ich, was hast du da bloß gebetet? Ich habe keine Ahnung, aber das Resultat war tiefer Frieden in Gott, eine ganz tiefe Ruhe. Ihr Lieben, da geschieht ein ganz großes Geheimnis. Und wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirksam werden soll, wenn du geduldig werden willst, wenn du Gaben haben willst, wenn du geleitet durch den Heiligen Geist leben willst, dann muss dieser Moment kommen, wo
wo du das Übernatürliche in dein Leben hineinlässt. Nun fragt sich vielleicht jemand, ja, du liebe Güte, wenn ich das jetzt nicht so mag oder wenn ich da Angst habe, gehöre ich dann gar nicht zu Jesus? Das stimmt so nicht, sondern der Heilige Geist kommt in unser Leben und zwar so, muss man tatsächlich sagen, wie wir es zulassen. Und wenn die Gnade uns berührt und wir uns durch die Gnade leiten lassen, dann sind wir auch durch die Gnade errettet. Dann gehören wir zu ihm. Aber, ihr Lieben, das ist erst der Anfang. Wir sollten nicht denken, dass es Gott darum geht, dass er uns irgendwie mal über diese Rettungslinie rüberhüsert und da bleiben wir dann stehen und sagen, preis den Herrn, jetzt bin ich angekommen. Sondern er hüsert uns über diese Rettungslinie rüber, dass wir zu ihm gehören, damit jetzt ein völlig neues Leben beginnt. Und dieses Leben sich in seiner ganzen Kraft entfalten soll. Und diese ganze Kraft des neuen Lebens ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ist es so? Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist ja nicht, dass ich jetzt aus eigener Kraft dieses neue Leben lebe, sondern dass er es in mir lebt. Und dass wir am Ende unseres Lebens sagen, ich bin ein glücklicher Mensch, aber nicht aus mir selbst, sondern Christus in mir ist es. Ihm gebührt alle Ehre und aller Dank. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir irgendwann im Himmel stehen und aus tiefstem Herzen nur noch Gott die Ehre geben. Nicht, weil wir es müssen, nicht, weil uns jemand treibt und sagt, du musst jetzt mal Lobpreis machen, sondern weil wir überwältigt sind von dem, was Gott in unserem Leben verändert und bewirkt hat. Und so möchte ich uns wirklich Mut machen, dass wir diesem Wirken des Heiligen Geistes Raum geben. Und ein allerletzter Punkt, und das, so ist Gott nun mal, wir müssen immer mitmachen. Diese Gabe des Redens in neuen Sprachen, die zeigt nämlich zwei Dinge. Sie zeigt, Gott muss sie geben. Aber sie zeigt auch, du musst sie aussprechen. Also wenn ich so dastehe, Herr, bitte, ich wünsche mir die Zungenrede. Und ich jetzt denke, dass der Heilige Geist kommt und mich irgendwie mit einer Art, Zange oder so dazu bringt, oder mit so einem Kuhfuß meinen Mund so aufdrückt, dass da mal irgendein Laut rauskommt, dann ist das ein völliger Unsinn. Sondern es ist ein Wechselspiel. Der Geist Gottes gibt einen Impuls und du wagst es, ihn mal auszusprechen. Wenn du also nur so dastehst, komm, erfüll mich mal, Herr. Also dann würde ich dich am liebsten mal eine Woche so stehen lassen. Bis du vielleicht mal auf die Idee kommst, mal was zu sagen. Und es geht auch ganz einfach, wenn jemand darum bittet, mit dem Geist erfüllt zu werden, dann fang doch einfach mal an, wenn du ihn gebeten hast, Gott zu danken, in deiner Sprache, ganz normal. Fang einfach mal an, warte nicht, kommt das jetzt oder kommt das nicht? Ne? Das ist irgendwie so, es passiert ja gar nichts, der Pastor hat wohl keine Vollmacht, ich muss mal woanders hin und so weiter. Und stehst du immer noch, sondern fang an. Es ist immer ein Zusammenwirken. Es ist immer ein Zusammenwirken. Fang einfach an. Fang an mit dem, was du hast. Und Gott setzt es fort mit dem, was er hat. Ich erinnere an diese wunderschöne Geschichte von der Predigt meiner Frau, die ich mit großem Interesse gelesen habe. Da gab es ja nicht nichts. Als die Jünger den Menschen zu essen geben sollten, war ja nicht nichts da, sondern es war was da, aber das war viel zu wenig. Das waren diese 5 Brote und 2 Fische. Und auch bei dir ist was da. Und das bringst du Gott. Und er kann dann was Riesiges daraus machen. Hab den Mut, es einfach zuzulassen. Amen. Ich würde jetzt gern einfach nochmal mit uns beten. Ich würde mich freuen, wenn ihr als Lobpreisgruppe nochmal nach oben kommen könnt.
Ich mache jetzt auch keinen Aufruf, sondern ich möchte euch eher ermutigen, euch mal zu Hause Zeit zu nehmen und ganz persönlich, vielleicht an eurem Bett kniend oder wo auch immer, ganz persönlich Gott darum zu bitten, euch total zu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und wenn ihr dabei ganz unlocker seid, dann geht doch mal unter die Dusche. Da kann man Gott auch bitten. Oder in die warme Badewanne. Oder macht einen Waldspaziergang. Oder irgendwas. Das ist alles gar nicht so wichtig, sondern fangt einfach an, ihn zu bitten. Und bittet ihn darum, dass er mit seiner ganzen Fülle euch erfüllt. Und ich sage euch, das Unmögliche wird möglich. Ganz locker, ganz einfach. Gott macht das. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns erlöst und errettet hast durch Jesus Christus und dass du uns deinen Geist gibst. Ich danke dir, dass du jetzt direkt hier bist, im Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du in uns Wohnung nimmst und dass du jetzt von innen her wirksam wirst. Und ich möchte dich jetzt einfach nur darum bitten, dass du jedem von uns Mut machst, dein übernatürliches Wirken zuzulassen und einfach mal die persönlichen Grenzen zu sprengen, über das hinauszugehen, was uns persönlich so möglich ist. Herr, denn wir gehören jetzt zu dir und du bist jetzt unser Herr und bei dir sind alle Dinge möglich. Gelobt sei dein Name. Gibt es Menschen unter uns, die sagen, ja, ich möchte, dass der Geist Gottes meine Grenzen sprengt. Ich möchte es zulassen, dass er in mir wirksam wird, in einem Maße, was ich selber nicht bewerkstelligen kann. Wenn jemand da ist, dann möchte ich dich einfach ins Gebet mit einschließen, dann heb einfach kurz deine Hand. Wenn jemand da ist, der das möchte. Vielen Dank, sind viele Hände. Möchte ich einfach nur ermutigen, nimm dir Zeit zu Hause. Nimm dir Zeit, nimm dir eine Gebetszeit oder immer wieder mal eine Gebetszeit und bitte Gott darum und kehr nicht gleich zur Tagesordnung zurück, sondern lass es einfach mal zu, dass er an dir wirksam wird. Und wenn du anfängst, in neuen Sprachen zu beten, dann lass es zu. Und wenn es dir völlig idiotisch erscheint, was du da sagst, egal. Gott versteht das. Und dann kommt eins nach dem anderen. Vater, ich preise dich. Ich danke dir für die, die sich gemeldet haben. Ich danke dir für dein übernatürliches Wirken. Lass dein Licht durch uns leuchten. In großer Kraft. In Jesu Namen. Amen. Kommt, lass uns zur Ehre Gottes noch was singen.